Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Reinhard Lauterbach, der zurzeit in Polen ist. Der Reinhard ist studierter Historiker und Slawist. Er war lange Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig, beim Hessischen Rundfunk an die 20 Jahre im Hörfunkbereich und ist seit 2013 Osteuropa-Korrespondent der Zeitung Die Junge Welt und ist dort für den ganzen osteuropäischen Bereich zuständig, also Polen, die Ukraine, die baltischen Staaten, Tschechien, Weißrussland und Russland. Ich will gar keine große Vorrede halten. Das Thema ist in aller Munde, in der Presse relativ einseitig dargestellt bei uns. Und ja, wir nutzen jetzt einfach die Gelegenheit, einen guten Kenner der Region dort, der Politik dort, auch der Geschichte dort, einfach zu bitten, uns mal die Lage zu erläutern. Ukraine, Russland, die anderen Staaten vielleicht. Und dann natürlich auch die Interessen, die dahinter stecken und am Schluss seine Einschätzung, wie wahrscheinlich oder gefährlich er einen militärischen Konflikt hält. Reinhard, bitteschön. Ja, schönen Dank, Heinz. Schönen guten Abend auch von mir in die Runde. Fangen wir doch vielleicht mal damit an, was wir halbwegs gesichert wissen können. Es ist wohl so, dass Russland seit dem Frühjahr 2021 seine Truppenkonzentrationen im Grenzgebiet zur Ukraine ausgebaut hat, schrittweise. Allerdings schon die Frage, ob das immer noch im Gange ist, ist strittig. Die ganze Berichterstattung stützt sich so gut wie ausschließlich auf US-Geheimdienstberichte oder US-Geheimdienstinformationen, die an bestimmte US-Medien, in erster Linie die Washington Post und Politico, durchgestochen worden sind. Und diese Medien haben dann auf ihren Seiten diese Sachen relativ breit in die Welt gestreut, und andere Medien, darunter auch die meisten europäischen, haben sich da draufgesetzt, mal unter Nennung der Quelle, mal auch nicht. Im Ausgangspunkt der ganzen Aufregung waren Satellitenbilder, die zeigten angebliche oder wirkliche russische Truppenkonzentrationen, dann hieß es im Grenzgebiet zur Ukraine. Es kam dann relativ schnell raus durch einen russischen Kommentar zu diesen Enthüllungen, dass das betreffende Lager, was da überall fotografiert wurde, in der Nähe der Stadt Jelnia lag oder liegt. Jelnia ist eine Stadt, die historisch bewanderten Leuten vielleicht in Erinnerung ist als der Schauplatz der ersten Gegenoffensive der Roten Armee gegen die Heeresgruppe Mitte der deutschen Wehrmacht im Herbst 1941. Eine Offensive, die seinerzeit den deutschen Vormarsch für längere Zeit gestoppt hat und womöglich damit auch dazu beigetragen hat, dass Moskau nicht erobert werden konnte seinerzeit. Wichtig ist aber jetzt für unseren Zusammenhang, dass Jelnia nur sehr bedingt im Grenzgebiet zur Ukraine liegt. Die nächste Grenze ist nämlich die zu Belarus und bei weitem nicht die zur Ukraine. Bis zur ukrainischen Grenze sind es von Jelnia ungefähr 250 Kilometer. Es gibt auch keine direkte Bahnverbindung dorthin. Das heißt, das ist nicht so ganz evident, was diese Soldaten da sollen. Andererseits hat Russland auch die Informationen über diese Truppen nicht weiter bestritten, was man ja auch daran sieht, dass diese Aufnahmen, ja, dass diese ganzen Geräte im offenen Gelände stehen, also auch nicht weiter getarnt oder irgend sowas. Und
die ersten Stellungnahmen von russischer Seite dazu waren, das geht euch gar nichts an, das ist unser eigenes Staatsgebiet, da bewegen wir unsere Truppen hin und her, wie es uns erforderlich erscheint. Das ist im Prinzip auch heute noch die Hauptlinie der russischen Argumentation. Eine andere Frage ist die der Fähigkeiten, die sich hinter diesem Aufmarsch verbergen. Und ganz spekulativ wird es dann bei den Absichten. Ich will vielleicht mal mit den Fähigkeiten zunächst mal anfangen. Als erstes müsste man dann mal sich ein paar Takte überlegen, um welche Größenordnungen geht es eigentlich. Die westlichen Schätzungen sind ungefähr seit Anfang, Mitte November relativ identisch, dass es sich um circa 100.000 Soldaten handle, entlang der ganzen russisch-ukrainischen Grenze und einschließlich der Truppen in Jelnia. Parallel dazu schreiben amerikanische Quellen, es seien dort inzwischen 55 schlagbereite sogenannte Bataillonskampfgruppen, also taktische Einheiten von jeweils ungefähr 1.000 Mann, vorbereitet und sprungbereit. Das ist schon mal das Erste, was man dann fragen kann. 55 mal 1.000 ergibt 55.000 und keine 100.000. Das heißt, da hat die CIA offenbar auch eine bestimmte Arithmetik, um da zu zählen. Der zweite Punkt ist, dass diese Theorie von den 55 Bataillonskampfgruppen in regelmäßigen Abständen immer wieder behauptet wird. Zum ersten Mal ist die Zahl um den 15. November genannt worden. Inzwischen hat sich an der Seite nicht viel geändert. Das heißt, wenn man der amerikanischen Logik folgt, muss man immerhin so viel sagen, dass Russland seinen Aufmarsch nicht fortsetzt, sondern dass es diesen Aufmarsch zu einem gewissen Zeitpunkt abgebrochen hat. Denn wenn die Zahl dieser 55.000 oder meinetwegen auch irgendwie anders gezählt, 100.000 halbwegs stimmt, dann heißt es auch, sie ist seit ungefähr 6 Wochen konstant. Es wird auch weiterhin und übrigens sogar von ukrainischer Seite gesagt, im Moment seien diese Truppen nicht ausreichend, um das Land anzugreifen. Dazu müssten erst ungefähr 175.000 Soldaten konzentriert sein. Dies ist nicht der Fall, behaupten auch die USA nicht. Nach der Seite muss man also sagen, ist die ganze Rhetorik darüber, dass Putin angeblich nächsten Montagmorgen die Ukraine überfällt, zumindest ziemlich aufgeblasen. Man sieht es übrigens auch daran, dass von westlicher Seite, von Seiten dieser Geheimdienstanalysten, dieser angeblichen, schon mindestens 3 verschiedene Termine für den möglichen Angriff in die Welt gesetzt wurden. Der erste lautete ungefähr um das sogenannte katholische Weihnachtsfest, also unser Weihnachtsfest. Die Orthodoxen feiern ja erst in ein paar Tagen ihr Weihnachtsfest. Das ist schon mal nicht eingetreten. Die zweite Theorie lautete Ende Januar, weil bis dahin die Sümpfe entlang der russisch-ukrainischen Grenze zugefroren seien und man sie mit Panzern überqueren könne, worauf sogar ein ukrainischer Militärexperte gesagt hat, also wenn die Rote Armee oder die russische Armee nicht in der Lage wäre, mit Panzern irgendwelche Sümpfe zu überschreiten, dann sollte sie besser in ihren Kasernen sitzen bleiben. Das heißt, dieses Argument ist, wie mir scheint, auch nicht sehr haltfähig. Es gibt da noch weitere angebliche Termine, die mit irgendwelchen Wetter- und sonstigen Umständen begründet werden, die gehen bis weit in den Februar. Aus meiner Sicht hört sich das alles eher so an, dass hier ein Thema aufbereitet wird, so dass man ein paar Wochen lang einen Hype darüber veranstalten kann. Und
nicht so, dass da wirklich akute Angriffsabsichten dahinter stehen würden. An der Stelle stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstens, warum machen die Russen das? Und zweitens, wenn sie angreifen würden, wie wären ihre Chancen? Das Warum ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Natürlich wollen sie der Ukraine und indirekt und vor allem dem Westen drohen. Worin besteht die Drohung? Die Drohung besteht im Kern darin, dass russische Truppen, wenn es die Führung in Moskau so beschließt, noch hat sie es nicht beschlossen. Gerade gestern Abend wurde hier im polnischen Fernsehen ein Interview gesendet mit dem ehemaligen Staatspräsidenten Aleksander Kwaśniewski, also einem Mann aus den Reihen der ehemaligen Sozialisten, der gesagt hat, wir bekommen Signale aus dem Kreml, dass Putin eigentlich nicht einmarschieren wolle, aber dass das Militär auf ihn Druck ausübe, dies doch zu tun. Das ist zunächst einmal das wäre, wenn es so stimmt, ein Lobbykonflikt, in dem natürlich das Militär seine eigene Unentbehrlichkeit auch beweisen will, indem es sagt, wir könnten nächsten Montag. Aber so ist es nicht. Es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Analysen westlicher ehemaliger Stabsoffiziere, die das alles mal durchgerechnet haben. Der Tenor lautet, die russischen Truppen, so wie sie da entlang der Grenze stehen, und übrigens diese Grenze ist über 2000 Kilometer lang, im Vergleich dazu sind 100.000 jetzt auch nicht die Welt. Die russischen Truppen sind überhaupt nicht auf einen Befehl und eine Drehung des Zündschlüssels im Panzer hin marschbereit. Die müssten erst in einer ungefähr 10 Tage dauernden Operation in wirkliche Bereitstellungsräume verlegt werden. Und in russischen Quellen kann man lesen, dass der Aufmarsch in der Gegend eine Sache sei, die im Prinzip seit längerer Zeit, eigentlich seit kurz nach dem Euromaidan, in kleinen Schritten im Gange sei, weil nämlich über 25 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion niemand in Russland auch nur die Option auf dem Schirm gehabt habe, dass aus Richtung Ukraine irgendeine Bedrohung des russischen Kernlandes eintreten könnte. Und diese Einstellung habe sich dann erst mit dem Staatsstreich im Februar 2014 geändert. Die erste russische Reaktion war ja seinerzeit die Übernahme oder, wenn irgendjemand das Wort lieber hat, die Annexion der Krim. Natürlich mit dem expliziten Ziel, die dortigen Marinestützpunkte zu sichern, die für die russische Schwarzmeerflotte und überhaupt für die Kontrolle des Schwarzen Meeres von eminenter Bedeutung sind. Und gerade wenn man dieses Argument zugrunde legt, also gar nicht unbedingt auf die offizielle russische Rhetorik einsteigt, dass das alles zum Schutz der bedrohten russischen Landsleute geschehen sei. Ich halte das für ein eher am Rande herbeigezogenes Argument, aber sicherlich nicht das, was eine Großmacht wie Russland zu einem so weitreichenden Schritt wie der Übernahme der Krim veranlasst hätte. Gerade wenn man also diese offizielle russische Rhetorik außer Betracht lässt und davon ausgeht, dass einfach den militärischen Planern in Russland erst mit dem Sieg des militant antirussischen Euromaidan klar geworden sei, dass sich da was tun kann, dann wäre der Aufbau eines gewissen Netzes von Stützpunkten entlang der Grenze zur Ukraine auch jetzt nicht weiter erstaunlich. Der zweite Punkt ist, was sagen denn diese westlichen Analysen, was Russland mit einem solchen Einmarsch A bezwecken könne und B erreichen könne. Was das Erreichen angeht, ist der allgemeine Tenor, dass wahrscheinlich Russland ungefähr 2 bis 3 Wochen brauchen würde, um zumindest die Osthälfte der Ukraine und die Schwarzmeerküste zu erobern und
einschließlich der Hauptstadt Kiew und manche sagen sogar einschließlich eines Pufferstreifens etwa 100 Kilometer tief westlich des Dnieper. Da gehen die Einschätzungen auseinander. Die plausibelste Option, die da durchgerechnet wird, aus meiner militärischen Laiensicht, ist, dass wenn Russland sich zu einem militärischen Angriff entscheiden sollte, wahrscheinlich der erste Schlag geführt würde gegen die Schwarzmeerhäfen Odessa und Nikolajew, weil das den großen operativen Vorteil hätte, dass dann nicht nur die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten ist, wäre, sondern auch gleichzeitig von über den Seeweg heranzutransportierendem westlichen Nachschub. Andere Thesen sagen, dass im Gegenteil der erste Schlag der russischen Truppen aus dem Norden direkt auf Kiew stattfinden würde, durch die berühmten, schon zitierten Sümpfe, die bis dahin zugefroren sind oder auch nicht. Noch eine andere Theorie sagt, dass der Hauptstoß durch das abtrünnige Donbass hindurch auf den Unterlauf des Dnieper geführt werden würde, jeweils mit Unterstützung durch Luftlandeaktionen, die von der Krim aus gestartet würden, um zum Beispiel die Brücken und Staudämme am unteren Dnipro unter Kontrolle zu bekommen und zu verhindern, dass die Ukraine diese sprengen kann. Allerdings, und da, Entschuldigung, allerdings müsse Russland, so sagen diese westlichen Analysten, durchaus auch mit Verlusten unter den eigenen Soldaten rechnen. Verlusten, die sich auf die Popularität der politischen Führung auch nicht unbedingt positiv auswirken würden. Und vor allen Dingen, das halte ich für ein sehr starkes Argument, was hätte denn Russland gewonnen, wenn es diese Operation durchführte und in dieser Weise also die halbe Ukraine militärisch besetzen würde? Es hätte letzten Endes das Problem, dass die Ukraine im Verbund der NATO für Russland darstellen würde, allenfalls teilweise gelöst. Wladimir Putin hat ja mehrfach gesagt, es sei für Russland unannehmbar, dass Angriffssysteme der NATO auf ukrainischem Boden stationiert würden, weil ihre Flugzeit bis Moskau dann nur noch unter 10 Minuten betragen würde. Jetzt merkt man sofort, wenn das Argument sein soll, dann ist so eine Besetzung der halben Ukraine auch ein absolut halbes Mittel. Weil ob so ein amerikanischer Marschflugkörper dann aus der Gegend von Charkow oder meinetwegen aus der Region Winnica oder auch Lviv abgefeuert würde, macht einen Unterschied von ein paar Minuten Flugzeit. Aber es eliminiert ja das Problem nicht. Und das Problem würde sich insoweit sogar noch verschärfen, als in einer solchen Situation, in der Russland also militärisch gegen die Ukraine intervenieren würde, wahrscheinlich der politische Widerstand oder die politische Reserve in Teilen der europäischen NATO-Länder gegen eine NATO-Aufnahme der Ukraine relativ schnell kippen würde und wahrscheinlich es eine Frage von wenigen Monaten sein würde, bis das Land dann tatsächlich in die NATO aufgenommen und auch offiziell unter den sogenannten Beistandsgarantien des Militärbündnisses stehen würde. Das hieße, dass eine solche Intervention politisch für Russland langfristig sogar eher kontraproduktiv wäre. Und aus diesem Grund halte ich diese Option für unwahrscheinlich. Allerdings könnte sich das unter einer Bedingung ändern. Und hier kommt die Rolle der Ukraine selbst ins Spiel. Wir wissen ja, dass wir seit 2014 diesen Bürgerkrieg mit der Abspaltung von der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk haben. Die Frontlinie ist nie ganz zur Ruhe gekommen, auch wenn nicht viel dort jeden Tag passiert.
Aber in letzter Zeit haben sich die ukrainischen Streitkräfte Schritt für Schritt durch das sogenannte Niemandsland zwischen den Frontlinien vorgearbeitet. Wenn früher die Entfernungen zwischen den Gräben beider Seiten manchmal einige Kilometer lagen und dazwischen halt ja, niemand das Land richtig kontrollierte, so ist nach aktuellen Berichten aus Donetsk dieser Abstand teilweise auf 200 Meter zurückgegangen. Das heißt, die Leute können sich buchstäblich in die Suppentöpfe gucken, respektive auch in die Suppentöpfe schießen, wenn denn der Befehl dazu gegeben würde. Und das ist jetzt tatsächlich besorgniserregend, die Ukraine schließt eine militärische Rückeroberung des Donbass ganz erkennbar nicht aus. Man kann das nicht nur daraus schließen, dass sie sich seit Jahren verweigert, den politischen Teil der Minsker Vereinbarungen zu unterschreiben, der insbesondere eine indirekte Anerkennung der abgespaltenen Republiken und die Gewährung eines Autonomiestatus an sie bedeuten würde. In seiner Neujahrsansprache hat Präsident Volodymyr Zelensky an zwei Stellen ganz aktuell darauf hingewiesen, dass die militärische Aktion für die Ukraine nach wie vor auf dem Tisch liegt. Der eine Satz war, wir in der Ukraine sind uns darüber klar, dass der Westen unsere Probleme nicht löst und uns unser Land nicht zurückholt. Das heißt, das Ziel, Zurückholen des Landes zu den eigenen Konditionen, bleibt bestehen. Und das zweite Zitat war noch etwas sozusagen aphoristischer, aber trotzdem aussagekräftig. Er sagte nämlich, ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr, also 2022, möglich sein wird, dass sich ukrainische Soldaten Selfies in Donetsk, Lugansk und auf der Krim machen. Das setzt natürlich voraus, dass diese militärische Lösung in Angriff genommen wird. Jetzt kann man sagen, naja, das ist der Zelensky ist ein gelernter Schauspieler, der quatscht viel, wenn der Tag lang ist und der muss halt irgendwie dem nationalistischen Teil des Publikums gefallen. Erstens, warum muss er das eigentlich? Er will es ganz offensichtlich auch. Und zweitens, es hat ihm auch niemand groß auf die Finger geklopft, mit Ausnahme eines interessanten Zungenschlags oder einer interessanten Formulierung in dem offiziellen Statement der Weiße Haussprecherin Jennifer Psaki nach dem letzten Telefongespräch zwischen Biden und Putin am 30. Dezember. Da sagte sie nämlich, dass die Unterstützung der USA dafür, dass die Ukraine sich selbst verteidigen könne, völlig ungebrochen sei und so weiter und so fort. Das ist in Kiew so gelesen worden, dass das auch die Mitteilung gewesen sei, dass die USA nicht direkt militärisch in einen solchen ukrainisch-russischen Konflikt eingreifen würden, was nicht ausschließt, dass sie die Ukraine massiv aufrüsten. Aber das liest sich erst einmal eher wie das Szenario, dass die USA und Russland miteinander bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Also dass die Ukraine in einem solchen Konflikt nach allen Regeln der Kunst verheizt werden würde. Und Russland hat halboffiziell seine militärischen Vorbereitungen entlang der Grenze zur Ukraine damit begründet, die Ukraine von jedem Versuch abzuschrecken, die Volksrepubliken des Donbass mit Gewalt zurückzuerobern. Russland will oder besteht weiterhin darauf, dass die Ukraine die Minsker Vereinbarungen unterzeichnet, und zwar in voll und nicht nur unterzeichnet, das hat sie ja getan, sondern sie vor allen Dingen praktisch umsetzt, und zwar in vollem Umfang, also einschließlich der politischen Komponente. Hierzu hat Kiew, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur nichts getan bisher, sondern sogar einige Dinge zurückgenommen, oder einige Dinge verschärft. Zum Beispiel im letzten Sommer hat die Regierung ein Gesetz ins Parlament eingebracht, das sich nannte über die
Übergangsperiode in den zeitweilig besetzten Gebieten nach ihrer Reintegration. Also Reintegration heißt in dem Zusammenhang Rückeroberung. In diesem Gesetz ist vorgesehen, dass die Bevölkerung des Donbass im genauen Gegenteil dazu, was in den Minsker Vereinbarungen steht, wovon eine Amnestie die Rede ist, für alle Aktivisten und Unterstützer der Volksrepubliken, im Gegenteil für 25 Jahre der politischen Rechte beraubt werden sollen, dass sie generellen flächendeckenden politischen Überprüfungsverfahren ausgesetzt werden sollen, dass alle Geschäfte, die unter der Ägide der Volksrepubliken getätigt worden sind, überprüft werden sollen. Das betrifft in erster Linie natürlich zum Beispiel Grundstückskäufe oder sowas. Also wenn sich jemand eine Wohnung kauft, müsste er fürchten, dass ihm diese wieder abgenommen wird und so weiter und so zu. Das heißt, es ist ein politisches Signal, dass die Ukraine genau nicht auf Entspannung in diesem Konflikt setzt, sondern weiterhin hofft, sich durchsetzen zu können. Ein weiteres Indiz dafür ist der Einsatz neu gekaufter türkischer Kampfdrohnen an der Front im Donbass, was von Minsk verboten ist, was aber die Ukraine nicht gehindert hat, es zu tun und damit gleichzeitig der Gegenseite zu demonstrieren: Wir haben diese Sachen, wir können. Das heißt, man soll sich davon, dass die meisten Zwischenfälle an der Front im Donbass im Moment es nicht mehr bis in die Nachrichten schaffen und dass tatsächlich auch keine größeren Operationen stattfinden, nicht täuschen lassen, dass da jetzt irgendwie ein Frieden aus Erschöpfung oder sowas Ähnliches einreißen würde. Das wäre aus meiner Sicht geradezu die optimistische Option. Die andere ist tatsächlich, dass Kiew sich mit der Rückendeckung durch zumindest Teile des Westens, hier kommen neben den USA in erster Linie Großbritannien in Frage und ganz aktuell offenbar auch die EU. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass der Herr Borrell, der seit einem verunglückten Besuch in Moskau Anfang letzten Jahres offenbar den Anspruch hat, der größte Russenfeind Europas zu sein, dass der nach Kiew geflogen ist für mehrere Tage und dort unter anderem über die Entsendung einer militärischen EU-Mission zur Ausbildung des ukrainischen Militärs verhandeln will. Also ein tieferes Engagement der EU in diesen Konflikt. Das ist vielleicht auch gar kein schlechtes Stichwort, um zurückzukommen zu der Frage, was wollen die Russen denn also dann mit ihrem Aufmarsch erreichen, wenn es nicht, wenn ein unmittelbarer Einmarsch nach allen vernünftigen Kriterien unvernünftig wäre und deswegen nach meiner Einschätzung auch eher unterbleiben wird. Und da kommen wir auf den Kontext, dass Russland Mitte Dezember den USA und der NATO einen Vertragsentwurf für Sicherheitsgarantien überreicht hat, der im Westen sofort als Ultimatum aufgenommen wurde und zurückgewiesen wurde, der aber trotzdem im Westen erstaunlich rapide Reaktionen in dem Sinne hervorgerufen hat, dass man zumindest Gespräche aufnimmt. Das Wichtigste sind die amerikanisch-russischen Gespräche in Genf, die am 10. dieses Monats, also kommenden Montag, beginnen sollen. Danach sollen dann auch Gespräche im Russland-NATO-Rat und im Rahmen der OSZE beginnen. Russlands Forderungen in dem Zusammenhang sind im Kern, dass die NATO ihre Osterweiterung, die sie seit Mitte der 90er Jahre betrieben hat, weitestgehend zurücknimmt, zumindest so weit zurücknimmt, dass sie sich aus ehemaligen Sowjetrepubliken wie dem Baltikum zurückzieht und dass sie schriftlich zusichert, dass sie nicht, dass sie die Ukraine weder in die NATO aufnehmen noch dort Angriffswaffen stationieren werde.
Biden hat nach russischer Darstellung bereits im Rahmen dieses Telefongesprächs deutlich gemacht, dass die USA nicht die Absicht hätten, solche Waffen in der Ukraine zu stationieren. Das heißt natürlich erstmal nicht viel, weil das sind immer Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das beweist nicht, dass solche Absichten sich nicht ändern können. Und Russland will hier offensichtlich schnell Nägel mit Köpfen machen, das heißt ein Abkommen in seinem Sinne erreichen. Es hat auch erklären lassen durch seinen stellvertretenden Außenminister, dieser russische Vertragsentwurf sei keine Speisekarte im Restaurant, aus dem man das eine herauspicken und das andere ignorieren könne. Das müsse im Ganzen so vereinbart werden. Natürlich ist das das erste Mal eine Ausgangsposition für Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass Russland tatsächlich glaubt, dass es seine Forderungen in vollem Umfang realisieren kann. Aber man kann sicher sein, dass diese Forderungen in diesen Gesprächen mit den USA, in erster Linie mit den USA, zur Sprache kommen werden. Und an der Stelle stellt sich wiederum die Frage, warum sind die USA darauf so schnell eingegangen? Und das verweist darauf, dass tatsächlich im Augenblick für ein Zeitfenster, von dem man nicht weiß, wie lange es noch so bestehen wird, Russland allem Anschein nach militärisch gegenüber den USA die Nase voll vorn hat. Die Nase voll hat es auch, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich beziehe diese Vermutung in erster Linie auf eine Waffenkategorie, die man, als Russland sie 2018 erstmals vorgestellt hat, noch als Science Fiction abgetan hat, die sogenannten Hyperschallwaffen. Das ist eine Kategorie von Raketen, also ja nicht Waffen, die zwischen Raketen und Marschflugkörpern stehen und die sich insbesondere durch extrem hohe Geschwindigkeit auszeichnen. Wenn es an der Stelle gestattet ist, ein kleiner Exkurs in die Raketentechnik. Raketen stehen immer vor der Aufgabe, drei Ziele möglichst gut zu vereinbaren, die sich aber gegenseitig ausschließen. Erstens, sie sollen mit möglichst geringem Energieaufwand möglichst weit und möglichst zielgenau fliegen. Der Energieaufwand ist wichtig, weil man auf diese Weise die Raketen relativ klein bauen kann, respektive die militärische Zuladung, also die Sprengköpfe, vermehren kann. Zweitens sollen solche Waffen zielgenau sein. Und drittens sollen sie vom Gegner schlecht zu entdecken sein. Und an dieser Stelle haben eben die traditionellen ballistischen Raketen gewisse Nachteile aus militärischer Sicht, weil sie zwar durch den hohen Weltraum, das heißt ohne Luftwiderstand fliegen, dadurch wenig Energie verbrauchen, aber ballistische Flugbahnen und damit berechenbare Flugbahnen benutzen. Entschuldigung, wenn ich kurz mache den militärischen Teil ein bisschen kurz. Ich glaube, wir haben nachher noch viele politische Teile. Entschuldigung. Gut, jedenfalls diese Hyperschallwaffen, die also mit bis zu achtfacher Schallgeschwindigkeit fliegen sollen, also deutlich schneller als Marschflugkörper, konventionelle, die knapp mit einfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind, sehr niedrig, deshalb auch sehr schlecht zu entdecken und abzuschießen. Diese Hyperschallwaffen fliegen am äußeren Rand der Atmosphäre und sollen aber dadurch, dass sie so schnell sind, in der Lage sein, dass man sie praktisch auch nicht abschießen kann. Und Russland hat seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet ausgerechnet in der hiesigen Weihnachtsnacht demonstriert, indem es irgendwo im Nordmeer gleichzeitig 12 dieser Raketen abgeschossen hat. So einen Salvenstart hat es bisher nicht gegeben. Und das war schon auch insofern ein bestimmtes Präsent an die USA, als den USA selbst am 15. Dezember ein weiterer Testflug einer eigenen Hyperschallrakete misslungen ist. Das heißt, es war eine ziemlich deutliche Mitteilung Moskaus an die Adresse Washingtons. Und man muss sehen, ob die USA jetzt entweder versuchen, die Gespräche in die Länge zu ziehen,
um vielleicht in der Zwischenzeit ihre eigene Rakete ebenfalls erfolgreich zu testen und damit den russischen Vorsprung tendenziell wieder zunichte zu machen? Oder ob sie das dann doch erst einmal so stehen lassen und zu bestimmten begrenzten Zugeständnissen in der Lage sind. Es ist am 1. Januar auf der Seite des konservativen Thinktanks The National Interest ein hochinteressanter Beitrag in diesem Zusammenhang entstanden, der nämlich praktisch die Umrisse eines neuen Jalta, wenn man so will, zwischen den USA und Russland skizziert. Im Kern lief es darauf hinaus, nach dem Vorschlag des Autors, der ein ehemaliger hoher Stabsoffizier der amerikanischen Armee ist und jetzt ein Beratungsgremium des Kongresses leitet, also nicht irgendein Küchentischanalyst. Das läuft darauf hinaus, dass die USA sich aus der Ukraine und auch aus dem Baltikum weitestgehend zurückziehen und dass Russland im Gegenzug seine Kurzstreckenraketen aus dem Gebiet Kaliningrad zurückzieht, die von dort aus große Teile Polens und des Baltikums sowieso bedrohen können. Das ist sicherlich eine Option oder eine Position, die so auch in Washington von niemandem in offizieller Verantwortung unmittelbar unterschrieben werden kann. Aber es würde sozusagen den Spielraum definieren, der möglicherweise gegeben wäre, wenn man den wollte. Der Autor dieses Artikels, Jeffrey Pine, begründet seinen Vorschlag damit, dass die USA im Baltikum ohnehin keinerlei lebenswichtige Interessen hätten und sich ja im Übrigen seit Jahren, das stimmt, ständig darüber beklagen würden, dass das Baltikum im Falle eines Krieges ohnehin aus geografischen Gründen nicht zu verteidigen wäre. Das heißt, es wäre praktisch der Vorschlag einer Frontbegradigung. Wie gesagt, es ist völlig unsicher, was daraus wird. Und zwar nicht nur, weil ich die Diskussionsprozesse in der amerikanischen Führung auch nicht kenne, sondern vor allen Dingen deswegen, weil schon der Vorschlag Russlands zu diesen Gesprächen mit den USA über dieses Sicherheitsabkommen in Europa von Brüssel über Berlin bis Warschau und ins Baltikum ziemliche Alarmglocken hat schrillen lassen. Und zwar ziemlich unisono mit dem Argument, dass da womöglich wiederum die Supermächte über die Köpfe der Europäer hinweg verhandeln würden und sogenannte Sicherheitsinteressen der Europäer dabei missachten würden, zugunsten ihrer eigenen egoistischen weltpolitischen Kalkulation. Die eine weltpolitische Kalkulation der USA ist in diesem Beitrag aus National Interest, den ich gerade zitiert habe, ganz offen gesagt, eine wesentliche Bedingung dafür, dass die USA auf diesen Deal mit Russland eingehen könnten, wäre, dass Russland sein Bündnis mit China entweder aufgibt oder doch wesentlich abschwächt, indem es aus der sogenannten Shanghai-Kooperationsorganisation, also einem militärischen Schutz- und Trutzbündnis der zentralasiatischen Staaten, aussteigt. Das ist, wie ich finde, und darüber können wir später vielleicht auch noch mal reden, eine Sache, die in hohem Maße unwahrscheinlich ist. Denn die russisch-chinesische Kooperation hat inzwischen Ausmaße angenommen, wie sie selbst zu Zeiten des Sozialismus nicht vorgekommen sind. Ein Hinweis darauf ist die Tatsache, dass China im Oktober seinerseits ebenfalls eine Hyperschallrakete erfolgreich getestet hat. Und es liegt relativ nahe anzunehmen, dass es dabei auch von russischen Vorarbeiten hat profitieren können. Und wenn das so ist, wenn das so wäre, da würde das bedeuten, dass das Bündnis diesmal erheblich enger ist, denn der große russisch-chinesische Streit in den 60er Jahren lag ja dem Grunde nach nicht daran, dass da irgendwelcher Streit um die Einschätzung Stalins oder sowas geherrscht hätte, den Marx auch gegeben haben, aber das war die ideologische Fassade. Der Kern, warum China diesen Streit vom Zaun gebrochen hat, war, dass Mao Zedong verärgert war,
weil ihm die Sowjetunion seinerzeit die Technologie zum Bau der Atombombe nicht gegeben hat. China hat sie dann ein paar Jahre später selbst entwickelt. Und aber jetzt könnte es so sein, dass Russland diese Zurückhaltung aufgegeben hat gegenüber China. Und das würde natürlich bedeuten, dass Russland auf gar keinen Fall bereit ist, eventuellen Frieden mit den USA zu erkaufen durch eine Lockerung oder Auflösung seines Bündnisses mit China. Und an der Stelle haben die USA dann wirklich ein Problem, weil sie wären die einzige Großmacht, die dann diese Hyperschallraketen nicht hat. Russland hat sie, China hat sie, vielleicht noch nicht so weit entwickelt, aber in nächster Zeit auch. Und da müssen sie sich in Washington tatsächlich was überlegen. Und an der Stelle kommen ihnen jetzt ihre europäischen Verbündeten in die Quere. Das Lustigste hat dabei auf deutscher Seite Wolfgang Ischinger von sich gegeben, der scheidende Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz und frühere Top-Diplomat des Auswärtigen Amtes. Der hat in einem Artikel in der Süddeutschen, in der Neujahrsausgabe, plädiert für eine neue deutsche Ostpolitik, ohne aber irgendwie deutlich zu machen, was die Bundesrepublik denn in diese Außenpolitik einbringen könnte, inhaltlich. Denn eine Rücknahme oder auch nur eine teilweise Rücknahme der NATO-Erweiterung nach Osten auf den Stand, der in den frühen 90ern mit der damals noch Sowjetunion vereinbart wurde, ist auch für Ischinger nicht akzeptabel. Er hat sogar das groteske Argument gebracht, Russland müsse sich doch über die NATO-Osterweiterung gar nicht beschweren. Es könne doch weiterhin in Kaliningrad Raketen aufstellen, die dann, wie Ischinger schrieb, Berlin in Minuten in Schutt und Asche legen könnten. Das ist so aberwitzig, weil erstens stimmt dieses Argument sachlich nicht. Die Iskander-Raketen, von denen er geredet hat, sind Kurzstreckenraketen, die decken den Großteil Polens ab. Und übrigens, die amerikanischen Luftwaffenstützpunkte in Polen sind alle außerhalb des 400-Kilometer-Radius dieser Raketen. Die liegen alle im Süden und Südwesten des Landes. Da merkt man schon, dass die USA doch bei ihrem Engagement in Polen eine gewisse militärische Vorsicht haben walten lassen. Und zweitens hat Herr Ischinger anscheinend vergessen, dass die russische Präsenz in Kaliningrad ja das Ergebnis der letzten Osterweiterung in Anführungszeichen war, nämlich der des Großdeutschen Reiches 1941 und folgende. Das heißt, das ist vollkommen gaga, was der gute Mann geschrieben hat. Ernster zu nehmen ist da vermutlich sogar noch die Position Polens, das mit großem Misstrauen an diese Vorschläge herangeht und zufällig in diesem Jahr den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa führt und dort, wie bereits angekündigt in der Presse, alles tun wird, um darauf zu achten, dass niemand im Westen, ich zitiere jetzt, einseitig Frieden mit Russland anstrebt, ab Ende des Zitats. Das heißt, Russland muss sich auf Seiten der OSZE mit etlichem hinhaltendem Widerstand der kleinen Staaten Osteuropas, da muss es damit rechnen, zumal ja auch die Ukraine mit potenziell blockierender Stimme da am Tisch sitzt. Und ob die Hoffnung berechtigt ist, dass man dies alles mit den USA zu zweit auskugeln könne und Washington dann ein Machtwort spricht und seine osteuropäischen Verbündeten einknicken und kuschen, das ist wohl auch eine etwas zu optimistische Vorstellung, wenn eine solche denn in Moskau bestehen sollte. Andererseits muss man ja auch sagen, parallel zu der schnellen Einwilligung in Gespräche mit Russland haben die USA ein Spiel über die Bande begonnen. Das Spiel über die Bande besteht darin, dass Litauen angekündigt hat, die ukrainische Armee bevorzugt und beschleunigt mit modernen westlichen Waffen zu beliefern. Und die USA haben angekündigt, dass sie wiederum Litauen verstärkt aufrüsten werden. Das heißt, da kündigt sich also ein Dreiecksgeschäft an, in dem die USA Litauen, und man kann das genauso für Polen sagen, oder auch für Tschechien, die haben alle zum Beispiel alte Warschauer Paktwaffen an die ukrainische Armee abgegeben, schon seit Beginn des Bürgerkrieges.
dieser Prozess ist also seit langem in Gange, und neu daran wäre eigentlich nur, dass er nicht nur alte Waffen, die die Tschechen, Polen und so weiter sowieso nicht mehr richtig brauchen können, weil sie den modernen NATO-Standards nicht mehr entsprechend betrifft, sondern eben auch moderne Technik. Was daraus wird, das sind alles Fragen, die sind offen. Dazu kann man im Moment überhaupt nicht viel sagen. Wenn ich noch einen Gedanken zum Schluss machen kann, wenn man mal diesen Spruch von Herrn Ischinger über die Notwendigkeit einer neuen Ostpolitik und einer Definition von Sicherheit unter Einschluss Russlands ernst nähme. Ich habe gesagt, so wie dieser Text jetzt da steht, ist er überhaupt nicht mit irgendwelchen inhaltlichen Momenten unterlegt. Also das ist von keiner Weise ernst zu nehmen. Was die Bundesregierung paradoxerweise tun könnte, wäre die Genehmigung von Nord Stream 2 zu beschleunigen, weil das nämlich erstens natürlich gegenüber Russland signalisieren würde, dass die Bundesrepublik zumindest an einem kommerziell konstruktiven Verhältnis orientiert ist. Und, da haben ja sogar manche NATO-Analysten recht, die Möglichkeit, dass Russland über den Export von Gas Geld verdient, womöglich auch die Kalkulationen, die Risikokalkulationen insofern beeinflusst, als eine Hardline-Position des Westens in Moskau natürlich und gerade im Militär, dass die technische Hauptlast der Vorbereitung Russlands auf die Konfliktlagen, die sie jetzt sind, geleistet hat, dort die Haltung befördern oder schwächen könnte, dass sowieso der Ruf ruiniert ist und man deswegen auch keine Rücksicht mehr zu nehmen hätte. Natürlich ist es für die Bundesregierung innenpolitisch riskant wegen drohendem Koalitionsstreit mit den Grünen und auch außenpolitisch wegen drohendem Streit mit Polen und mit den USA, jetzt Nord Stream 2 voranzutreiben. Aber es könnte paradoxerweise der einzige Weg sein, um das Ischingersche Postulat einer neuen Ostpolitik tatsächlich mit irgendwelcher inhaltlichen Substanz zu unterlegen. Damit sehe ich gerade, dass ich schon 50 Minuten am Reden bin, deswegen will ich es jetzt an der Stelle mal gut sein lassen und freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Reinhard, für den interessanten Vortrag. Ich würde die Aufzeichnung beenden, nachdem ich noch eine Frage gestellt habe, und zwar: Welches Interesse hat denn Selenskyj eigentlich, wie steht er innenpolitisch da in der Ukraine? Welches ist sein Modell? Wie will er den Ostteil wieder integrieren oder befrieden? Du hast schon vorhin ein paar Drohszenarien gesagt. Und das Letzte, die Bevölkerung in der Ukraine. Kann man da ein Bild geben? Wie stehen die zu dem ganzen Konflikt? Also Selenskyj hat nach meiner Einschätzung nur ein einziges Ziel, an der Macht zu bleiben. Der Mann ist ja mit großer Mehrheit, über 70%, gewählt worden 2019. Nach den aktuellen Umfragen sind davon noch ungefähr 25% übrig. Manche Umfragen sagen auch noch weniger. Das liegt einfach daran, dass er keines seiner Versprechen, er ist ja gewählt worden mit dem Versprechen einer Entspannung, gerade des Donbass-Konfliktes, auch einer Entspannung in der Sprachenfrage, also mehr Toleranz für das Russische. Er hat auf keines dieser Versprechen bisher geliefert. Im Gegenteil, da hat sich alles verschärft. Inzwischen findet sogar der kleine Grenzverkehr zwischen den Republiken des Donbass und der Ukraine nicht mehr statt, weil sich die Ukraine weigert, Covid-Impfungen mit dem russischen Sputnik-Impfstoff anzuerkennen. Dass die Ukraine diesen russischen Impfstoff, den sie kostenlos zu denselben Prioritäten übrigens wie Russland selbst hätte bekommen können, als er herauskam, abgelehnt hat, um eben aus politischen Gründen, führt übrigens dazu, dass die Pandemielage in der Ukraine gegenwärtig ziemlich katastrophal ist. Also da vollführt die Ukraine im Grunde eine Politik nach dem Motto, was schadet es meiner Mutter, wenn mir die Finger abfrieren. Ne? Und natürlich merken die Ukrainer das auch. Andererseits, ich glaube schon, dass die Mehrheit der Ukrainer eher für eine friedliche Lösung ist und im Zweifelsfall in der Lage wäre,
sich vom Donbass auch loszusagen. Das wäre aber auch gar nicht im Interesse Russlands, denn das will die Donbass-Republiken weder in seinen eigenen Bestand aufnehmen, weil es dann nämlich den ganzen Wiederaufbau bezahlen müsste. Und vor allem deswegen, weil es sich die Sache so gedacht hat, dass diese Republiken des Donbass im Rahmen einer föderalisierten Ukraine den Drift des Landes in Richtung NATO bremsen oder aufhalten könnten, indem sie Vetorechte geltend machen. Paradoxerweise könnte also, wenn wir jetzt mal die Logik der aktuellen russischen Forderungen weiterdenken, in dem Moment, wo der Westen Garantien dafür gibt, dass die Ukraine ohnehin nicht in die NATO aufgenommen wird, der Weg dazu, dass Russland bei der Unterstützung der Republiken Konzessionen macht und sich deren Rückkehr in die Ukraine unter Wahrung natürlich von Menschen- und Bürgerrechten der dortigen Bevölkerung nicht mehr widersetzt. Also hier könnte durchaus einer Entspannung an der geopolitischen Front mit den USA auch eine Entspannung an der regionalpolitischen Front mit der Ukraine folgen. Es wäre zumindest im Rahmen der Logik dieser Verhandlungen denkbar. Ob es dann wirklich dazu kommt, wie gesagt, ich bin auch kein Kristallkugelleser und ich sitze nicht bei Putin unterm Tisch und auch nicht bei Biden. Das werden wir alle in den nächsten Tagen und Wochen zu beobachten haben. So, und meine allerletzte Frage, stimmt es, dass die Ukraine als Staat eigentlich bankrott ist und finanziell und ökonomisch völlig am Tropf der USA und des IWF hängt? Das stimmt. Aber wie wir aus der Bankenkrise wissen, solange immer noch ein Rettungspaket geschnürt wird, kann man halt die Meldung der Insolvenz vermeiden. Und genau das passiert mit der Ukraine auch.